So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. Ich schnapp mir mal kurz für Muni. Und ja, jetzt wollen wir aber mal in die Garage reinschauen. Da wollte der Polizist, der uns im letzten Part hier das Taschenmesser gegeben hat, der wollte, dass wir uns da mit ihm treffen, um ihm irgendwas zu erzählen. Aber was soll Ethan schon wissen hier, was hier abgeht? Da hat er keine Ahnung. Aber ja, mal schauen, was da abgeht. Ich glaube sogar eigentlich eher, dass es nicht so gut ausgehen wird. Denn ich glaube wohl nicht, dass Jack aus dem letzten Part so einfach weg ist. Glaube ich nicht. Schneiden wir aber erstmal mit dem von den Polizisten bekommenen Taschenmesser das hier durch, damit wir hier einen Knopf finden, der da, ja, das Tor hier öffnet. Perfekt. Oh, und da ist auch schon. Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Stopp! Ach du Scheiße! Oh. Alter! Pistole! Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch. Ich werde nicht dich vorher umbringen. Alter! Was hat er gerade mit den Polizisten gemacht? Oder Leute vor mir fort! Ah, fuck! Jetzt muss ich mich aber heilen. Warum geht das nicht auf? Hau ab! Nur eine Art, wie das hier aussieht. Mit dem Kack. Kann ich ins Auto rein? Ja, ich glaube, da geht kaputt ins Auto rein. Mach's aber nicht kaputt, Alter. Ich glaube, es ist sogar meine Karre, ne? Mit der ich hierher gekommen bin. Oh fuck. Jetzt rennt er hier rum, komm. Schnell rein da. Rein da. Oh. Fuck. Hau ab! Blocken. Ich kann blocken. Als ob. Und Arznei. Setz sie ein. Los, setz sie ein. Gut. Autoschlüssel. Was? Achso, da fehlt dir der Schlüssel? Ja. Blocken. Perfekt. Jetzt rein da. Schlüssel. So. Und jetzt? Vorwärts. Boah. Stirb, Alter. Daneben gefahren, als ob. Nochmal. Wo ist er? Hä? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Was? Oh, fuck! Danke, aber hör auf mit dem Kack. Also meine Karre ist hin. Aber es war ja auch ich. Nein. Nein, das machst du nicht. Nein. Ethan, duck dich. Nein. Nein, das machst du nicht. Duck dich, Ethan! Ich lebe noch. Oh. Also sein Genick ist schon mal hin. Aber ich glaube, es überlebt er trotzdem, oder? Okay, Autobrand. Das weiß ich nicht, ob er das überlebt. Oh Junge, schau, was du. Nein! Scheißkerl! Das hat er nicht überlebt, oder? Das ist nicht vorbei, weißt du? Hör auf! Schieß ihn ab! Was? Okay, das Auto ist explodiert. Mist!
Geh von ihm runter, Alter! Oh, Alter, ich bin richtig im Arsch. Er aber auch, wie es aussieht. Oh, shit. Ich hoffe, Autoheilung gibt es hier in dem Spiel. Ich bin ein bisschen am Arsch. Ja, also er hat... Ja, es gibt Autoheilung. Gerade eben war ich... Gerade eben war es schlimmer. Warte mal, ich habe doch irgendwo eine Kiste umgefahren. War doch hier irgendwo. Oh nee, stimmt, da war dieses Teil da drin. Stimmt. Aber ob der wirklich tot ist? Hm, ich weiß ja nicht. Hoffen wir es. Das war so klar. Scheiße! Ja. Gut. Nach all dem würde ich sagen, überlebt er auch das, aber... Warum? Bin zwar dankbar, dass du dich selbst umgebracht hast. Ja, nervst du mich nicht länger, aber... Zum einen gesagt, glaube ich, dass er es eh wegsteckt von dem allem, was er bisher auch weggesteckt hat. Und zum anderen... Ja. Warum musst du es selber tun? Naja, egal. Hauen wir einfach ab. Was ist das? Flintenmunition. Ist es das, was ich auch gerade eben aufgesammelt habe? Warte mal. Ah, Heilungsmittel. Gut. Selber benutzen. Was noch schlimmer enden muss. Was ist das? Bild. Oh. Okay. Da sieht man noch mal wieder, dass es besser ist, Dinge von allen Seiten anzugucken. Was ist das jetzt hier? Ochsenstatue. Okay, und was kann ich damit bitte anfangen? Was auch immer, ich nehme es auf jeden Fall mal mit. Wenn es das hier schon gibt, dann ja, wird es ja wohl einen Zweck haben. Die Entwickler werden ja wohl nicht einfach in die Objekte packen, was keinen Sinn hat. Moment mal. Das war die Schublade, die man hier mit Dietrich bestimmt aufmachen kann, ne? Ja? Ja! Was ist da drin? Erste Hilfe Arznei, perfekt. Hab nämlich komplett im letzten Part komplett vergessen, wo die war. Aber ich dachte, die wäre im Gästehaus, in dem allerersten Gebäude, aber nee, ich hab's nur nicht gefunden. Ja, und jetzt? So in die Eingangshalle hatte hier die Zoe gesagt, die vom Telefon, aber ja, wie soll ich da reinkommen? Da ist irgendein Tür, die wahrscheinlich verschlossen ist. Ne, die hier. Ist doch verschlossen, oder? Brauchen wir mal den Schlüssel oder so? Oder war... Ah, wenn ich sie mir so ansehe. Ah, okay. Tatsache. Diese Ochsenstatue ist der Schlüssel hierzu. Gut, da hat sich das auch erklärt, was die Ochsenstatue für einen Sinn hat. Die ist dafür, ein Schlüssel. Shoot me. Schieß auf mich. Okay. Lol. Ich verwende keine Munition für den, also komm. Schießpulver, okay. Und noch eine antike Münze. Wieder Zoe oder was? Mein Daddy ist dir schwer gemacht. Das ist dein Vater?
kannst du einmal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann das jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Okay, Schlüssel brauche ich. Um hier rauszukommen, war aber auch irgendwie klar. Vielleicht komme ich hier bestimmt nicht raus. Uhrpendel. Okay. So, ich gucke mich hier erstmal ein bisschen um. Bringt ja immer, im Resident Evil bringt es immer, sich mal umzuschauen. Solltet ihr euch auch merken, wenn ihr mal, wenn ihr hier Resident Evil spielt. Ja. Wenn ihr euch überhaupt das Video anschauen könnt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich jetzt eine Altersbeschränkung René knallt bekommt. Ich hoffe mal nicht, wie gesagt, ich schreibe den Titel extra immerhin USK 18, aber ja. Mal schauen, ob das wirklich reicht. Oh ne, okay. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde. Eine Kollegin... College-Studentin aus Carolina. Oder spricht man es aus? Carolina. Ach Gott. Die durch Louisiana reiste. Von Mrs. Mitke fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Okay. Kann man was einsetzen? Hä? Ah, ein Schattenspiel. Ich brauche einen Adler. Sehe ich da drauf. Auf dem Bild ein Adler, ist ein Schattenspiel, okay. Wo soll ich so einen Adler herfinden? Wow. Eine Schrotflinte. Geil. Verschlossen. War die nicht gerade noch offen? Moment mal. Oh nein. War aber auch irgendwie klar, oder? Dass man die nicht einfach so mitnehmen kann. Wenn ich die da runternehme, dann schließt sich hier die Tür. Wenn ich sie da rauflege, dann öffnet sie sich. Och, nö. Und ich glaube, wir bekommen sie nur, wenn wir sie gegen irgendwas anderes ersetzen. Ja, dann dauert das noch ein bisschen. Schade. Wäre aber auch zu geil gewesen. Jetzt schon eine Schrotflinte. Ja. Sehr. Brauchen wir wieder so eine Art Schlüssel. Na gut, dann schauen wir uns mal oben um. Ja, schauen wir uns mal oben um. Was ist das hier? Okay, ein Mädchen. Evelyn, 2. Mai 2014. Hier brauchen wir überall, wie es aussieht. Schlüssel, und wie ist die alte Oma hierher gekommen, bitte? What the fuck? Wie kann die überall gleichzeitig sein, bitte? Also, ne, jawohl. Beziehungsweise, sie ist nicht überall gleichzeitig, aber wie ist sie hier hochgekommen? Bitte! Kann doch nicht ihr Ernst sein. Hä? Schweren Schlüssel. Ach nee, ey. Einfach nicht wahr hier.
Armory, nice. Brauchen wir auch wieder so eine Art Schlüssel. Oder vielleicht auch ein Dietrich. Dietrich geht vielleicht auch. Schlüssel oder Dietrich. Ein bisschen Chemikalie. Können wir wieder was herstellen? Oh! Können wir hier sogar noch was herstellen? Pistolenmunition, nice. Mit Schießpulver und flüssige Chemikalie. Eins von beiden. Entweder Heide-Item oder 10 Pistolenmunition. Ich würde sagen Heilung, weil davon haben wir nur eins. Pistolenmuni haben wir noch 12. Ja, komm. Heilungsmittel noch. Na, siehst du, okay, haben wir schon ist zum Beispiel wieder 7 Pistolenmuni. Also ist schon besser, dass wir die Heilung genommen haben. Pistolenmuni haben wir fürs Erste genug. Was ist das denn für ein Schleim? Das Holzstatue. Okay, was ist das denn? Abscheuliger Haufen von wer weiß was. Mhm, danke für die Analyse. Hätte ich eigentlich... Nein! Alter, schaut euch seinen Kopf an! Da wo er sich durchgeschossen hat. Und diese Gabe ist immer bei mir. Was für eine Gabe, Alter? Hau einfach ab! Verlier dir nur einen Teil ihrer Gabe. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Ja, merke ich. Da komme ich nicht durch. Ah, Alter, dieser Glocken. Boah, ich kann hier nicht alles untersuchen. Das geht nicht. Glocken. Sollte das mal öfters tun. Was denn? Eine Kassette, wo Mia drauf stand, glaube ich. Das ist ein TV, aber kann ich jetzt nicht. Ich habe keine Zeit. Lesen kann ich auch nicht. Hau ab, Alter! Boah, Jack, Alter, du fuckst ab. Schnell! Kann er mir hier folgen? Was? Er geht? Okay, ich glaube, er ist gegangen. Ich darf machen, was ich will. Gut, okay, danke. Tschüss. Hey, ich dachte, ich darf machen, was ich will. Oh, gut, dann nicht. Und was jetzt? Wo soll ich denn jetzt hin? Ich komme dann nirgendwo überall ran. Ich war doch schon überall. Da brauche ich einen Schlüssel, da brauche ich einen... Ja, ich glaube, da oben brauche ich einen Dietrich. Zeigt das Bild zumindest, glaube ich, einen Dietrich. Dann brauche ich da einen Schlüssel. Ich komme hier überall nicht weiter. Da brauche ich einen Schlüssel. Wo soll ich hin? Komm nicht hier folgen! Oh fuck! Ich muss ihn ablecken. Gut, dass ich zwar ein zweites Heilungsalter gemacht habe. Fuck, Alter! Hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Los fürs Erste. Ich glaube, ich habe nämlich langsam, glaube ich, schon mal langsam, wie es glaube ich weitergeht. Ich glaube nämlich diese Holzstatue, ne? Hat es nicht damit was zu tun? Total ist durch ein. Ich sehe es. Ich glaube, ja, man muss es nur. Ja, ich glaube, man muss es richtig.